die hatten eigentlich keine Items da, oder? Doch, klar, zwei Items, sieht man ja. Also, her damit. Okay. Items abgegriffen und... alle in Startposition bringen. Und, ich beginne mit, wie gerade, mit Balrog, weil Balrog kann nur runterfallen, während Olaf auch gleiten kann und Erik von Blubberblase zu Blubberblase springen kann. Dementsprechend geht es mit jedem nächsten Wikinger etwas einfacher. So, und juhu! Ja, genau das habe ich gehasst, weil ich kam nie weit. So, okay, der erste. Ja, ne? Ja. Und ihr seht schon, bedeutend einfacher. Er kann weitere Strecken zurücklegen, weil er kann gleiten. Und er bleibt auch länger in der Luft und hat deswegen etwas, noch etwas, ja, Bonuszeit zum Warten, bis eine neue Blase erscheint. So. Das wollte ich sagen. Und jetzt sehen wir, wie man es am einfachsten lösen kann. Hopp, hopp und bam. Hopp, hopp, bomb. Sag ich mal. So, ich hoffe, Fraps nimmt jetzt auf. Wenn nicht, dann schrei ich. Und kicke die gesamte die ganze Lost Vikings Playlist in tiefen Abgrund des Daten Papierkorbs. Nee, das mache ich nicht. Aber ich werde erstmal eine Pause brauchen. Übrigens, vielleicht gibt es dann eine neue Art von Let's Play. Sollte... ja, gut, die beginne ich sowieso. Aber davon jetzt noch nichts. Jetzt wollen wir uns aufs Spiel konzentrieren. Ja, ihr seht, wir sind ja schon ziemlich hochgekommen. Noch, wie gesagt, diese ersten... die Prehistoric Levels, also Welt 2, ist noch easy going. Aber Level, die nächste Welt schon erfordert einiges an Geschick und Umdenken. Da werde ich dann nicht mehr so langweilig, da werde ich dann nicht mehr so etwas unmotiviert durchwetzen. Und weiter. Hoch. Hoch. Kloppen. Weiter. Ja, da sind auch keine wahren Kommentare, oder? Kloppen. Und jetzt aber mal wechseln. Okay. Erstmal einfach nur Olaf. Bring's Olaf einfach nur hier hin. So. Hat auch keinen Schaden genommen. Supi. Während Erik jetzt die ganzen liegen gelassenen Items einsammelt. Wie gesagt, nicht gesagt. Aber vielleicht mal in Mickey Mania angesprochen. Das bleibt auf jeden Fall nicht das letzte Super Nintendo Projekt, weil da ist ja auf jeden Fall noch, Lost Viking 2. Und ihr seht, der Gegner da oben lässt uns kaum Platz, also Olaf könnte da nicht hoch und verteidigen, ohne Schaden zu nehmen. Und auch Balrog würde Schaden nehmen. Was machen also? Das hier. Das hier. Das ist eine Superbomb. Diese Superbombs, lösen alle Gegner auf dem Bildschirm aus und haben uns den Weg frei gemacht. Hat uns. Naja. Okay, hier muss ich schnell sein und jetzt. Auswahl, Auswahl, auf, offen und Charakterauswahl und zack. Juhu, es hat geklappt. Nebenbei, obwohl, warum renne ich zurück? Ich bin Balrog, der Unbesiegbare. Okay.
Genau so wird es übrigens, wie gesagt, in der nächsten Welt vonstatten gehen, dass ich da mit Belloc richtig durchwaschen werde. Jetzt stinken wir aber gewaltig gen Himmel. Junge, wir brauchen ein Bad. Ein Bad? Wikinger brauchen keine stinkenden Bäder. Außerdem habe ich es erst letztes Jahr gebadet. Ja. Einen Moment. Was trinken? Muss ja auch mal sein. Ah, sehr schön. Ich freue mich, euch sagen zu können, dass das der letzte Level der Prähistorik-Welt ist. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und, ja, ne? Danach geht es direkt auch in die Ägyptenwelt. Die nächste. Seht ihr das Dimensionstor? Da müssen wir nur noch hinkommen. Ja, da ist, wie gesagt, die ganze Aufnahme ein bisschen, ja, ihr wisst schon. Weiß ich jetzt, was hier passiert? Was noch vorkommt? Und, hab deswegen keine Überraschungen mehr. Keine Überraschungsmomente. Und ich freue mich schon ein bisschen auch wenn Lost Vikings beendet ist. Warum werdet ihr dann sehen? Ja, natürlich, Lost Vikings 2 gibt es auf jeden Fall noch. Aber da ist noch was anderes. Okay. Wer ist das denn? Ansprechbar? Ich habe nicht den richtigen Schlüssel. Kannst du irgendwie befreien? Ich glaube, einmal ging das so. Ich weiß nicht, letztes Mal habe ich den Level geschafft ohne, aber ich weiß ja nicht. Okay, ja, nebenbei, einmal speisern wäre mal ganz klug, hä? Huh? Hoppa. Nein! Nein, 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 nein! Oh, das war lustig. Das ist nicht lustig, ich lade. Ah. Auch wenn er einen Sinken dabei hat, der heilt komplett, sollte er möglichst viel Schaden doch vermeiden. Juhu, juhu. Da war was da unten. Deswegen will ich da nochmal runter. Okay. Während der Gegner hier rumbackt an Erik. Au, aua. Alles out. Und was hat's gebracht? Gar nichts. Keine Ahnung, was man hier machen muss. Ich hab's beim letzten Mal auch nicht rausgefunden. Und möglichst schnell töten, weil ich weiß nicht, ob der uns da runterstoßen kann. Nochmal einengen. Damit ich ein bisschen Freiraum habe. Hab. Nummer 1. Und zack und zack und zack und zack und zack und. Juhu, geschafft. Ach ja, jetzt kommt das da. Freu. Nein, nicht Freu. Schlüssel vergessen. Naja. Sowas passiert halt. Mir sind auch einige Fehler unterlaufen bei meinem. Bei der letzten Aufnahme, also nur so Fehler wie mit den Tasten durcheinander gekommen und so, ja. Aber ich liebe das Spiel, ich will es auf keinen Fall aufgeben. Also, so, und, ja. Wie gesagt, ich will es auf keinen Fall aufgeben, es ist ein tolles Spiel, ich mag es so sehr. Und, ja. Es macht Spaß. Weil auch, die Charaktere sind so gut ausbalanciert
Jeder Charakter kann etwas, was der andere nicht kann. Und ja, das macht das ganze Spielprinzip schon aus. Und genau das gefällt. Dass man ein bisschen, dass man hier nachdenken muss. Auch mal vorsichtiger rangehen muss. Und ja, einfach mal, wie gesagt, einfach mal überlegen muss, was man tut. Und ne? Zack. Ein Treffer. Einer noch. Aua. Jetzt aber, genau. Sinken. Abgegriffen. Und Tomate genommen. So. So, jetzt bringen sie mal alle nach unten. Er kann das zum Glück leiten und direkt die eine kleine Abkürzung nehmen. Hm? Nicht so doll. Obwohl, ja, doch, ja, es geht. Kein Problem.